Die absolute Ads-Kombi, die zerrupfen uns. Das Problem ist, die machen halt einfach unseren Shami-Healer lang. Die machen ihn einfach lang. Genau. Mich boostet der Typ, der weniger Rating hat als ich. Genau. Der Typ mit 1900 boostet mich mit 1,2. Genau. So sieht's aus. Cover me. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich muss den halt übelst heilen, den Shami, ne? Weil die Kombi, die ratzt ihm richtig weg. Nee, wir müssen auf den Feuermage gehen. Ich darf am Anfang am besten. Da kommt er schon. Ja. Fuck, er hat mich geblindet. Ich wollte ihn gerade desorientieren. Jetzt, wenn es blöd läuft, laufe ich. Na, okay. Das ist ja richtig ätzend. Ich komme jetzt da nicht ran. Okay, hilft nichts. Ich muss ihn heilen. Okay, jetzt bin ich im 4. Alter, das gibt's doch gar nicht. Drück dein Link-Totem. Ich desorientiere sie. Das Problem ist, gegen die Kombi losen wir halt immer. Fuck, Kauderos ist geprockt. Scheiße, ich muss heilen, ich muss heilen. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Komm her. Bro. Dragon Breath. Komm, 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 komm. Ich bin OM. Desorientieren. Hat er nicht mehr durchgekriegt, oder? Sein. Das hat er gut gemacht. Fuck, Full 4, ich kann ihn nicht interrupten. Ich hab ja nichts zum Interrupten. Müssen wir Druck auf den. Nochmal Interrupt. Fuck, ich hab. Doch, ich kann den Ring nochmal desorientieren. Komm jetzt. Nice. Oh, fuck. Das ist die Abfuck-Kombi hoch 10. So, jetzt muss ich den einfach nur noch am Leben halten. Ich habe mir jetzt nämlich meine ganzen Heilungen gebindet. Schau mal, was. Ich heile die ganze Zeit drauf, was er trotzdem noch ein Damage durch diesen Rogue kriegt. Okay, jetzt bin ich OM. Ohne Scheiß, in dem Game, wenn ich nicht defensiv spiele ohne Ende, dass ich die ganze Zeit nur am Heilen bin. Wird der Shami einfach gerippt. Der wird einfach gerippt. Jetzt gekriegt 12 Punkte. Naja, okay. Holy moly! Nee, du gehst da nie auf den Schurken. Wenn du den Fire Mage durchbrezeln lässt, dann ist einfach, wenn du Greater Pyro durchbrezeln lässt, dann war's das einfach. Der Rogue alleine rippt unseren Heiler schon. Und wenn dann noch den Greater Pyro durchgeht, dann ist halt einfach Feierabend. Und zwar richtig Feierabend. Nicht nur so ein bisschen, sondern richtig. Na, schau mal, jetzt sind wir schon fast auf 2,150, ne? Gar nicht so schlecht. Holy, aber jetzt muss ich aufs Klo. Gerk hatte vielleicht doch recht, dass mit Worry relativ gut zusammengeht. Mal kurz AFK.
So. So, okay. Jetzt schauen wir mal. Hier brauche ich auch noch ein paar Marken raus. Aber hier kannst du, glaube ich, das Ding überspringen. Warte mal, wie ging denn das? Ach, du musstest du auch so einen Gaul aufspringen? Ja, musstest du, glaube ich, ne? Ich glaube, die kann ich auch normal besiegen, oder? Da muss ich nicht auf dem Mount sein. Hey, grüße dich. Kann ich, glaube ich, auch normal umhauen. Naja, es geht schneller. Ziehe ich meine Waffe wieder ein. Erstmal CC der Dude. Okay. Hi, grüß dich. So, okay, jetzt gucken wir mal, ob wir noch ein, zwei Games mit denen machen. Mit den Dudes, auch der Worry ist noch AFK. Aber der haut echt nicht schlecht Schaden raus, der Worry, muss ich sagen. Da hast du gut Druck. Aber ihr müsst auch überlegen, wir sind jetzt wesentlich niedriger vom MMR als vorhin mit dem DK, ne? Mit dem DK waren wir halt auf einem MMR von 2,2 und jetzt sind wir halt knapp über 2K, ne? Also das sind 150 MMR-Unterschied. Und da merkst du halt auch, da sind die Leute halt nicht ganz so krass, gegen die wir spielen tatsächlich. Aber gut, paar Punkte krieg ich trotzdem hoch, ne? Ja, schauen wir mal. Also der Shami, ne? Der hat mich ja. Ich habe ja angefangen mit dem Shami hier zu spielen, wo ich auf 1800er Rating oder so war. Kurz vor 1800er Rating, dann hat er mich angeschrieben. Oder ich hab ein paar Games mit dem gemacht und dann hat er gemeint, er sucht einen Guardian, wo er auf Gladi spielen kann. Haben wir gedacht, ja, okay, können wir mal gucken. Ja. Aber das wird, denke ich mal, sicher nichts. Aber vielleicht kommen wir noch auf 2-2. Das wäre vielleicht ganz nice. Aber sonst ist die Zeit halt zu eng, weil es sind jetzt halt bloß nur 2 Wochen, ne? Oh, das wird interessant, das sage ich euch. Das könnte interessant werden, das Game. Den ganzen Schmutz wieder verkaufen hier. Weg damit, weg damit, weg damit. Aber in der, also in der HC-Version, halt, warte mal, das kann ich sogar. Obwohl, das ist nichts wert, ne? Das ist halt absolut nichts wert, das Zeug. Okay, die wollen auf den DK gehen. Sie wollen auf den Heiler. Oder sie pushen. Fuck, jetzt habe ich. Ah nein, ich habe gerade eingeloggt auf dem anderen Account. Deswegen leckt das jetzt gerade wie so ein Stück. Die gehen die auf mich? Die stunnen mich? Ah ne, die machen den Worry, okay. Das war jetzt Kacke. Wir hätten ihn vielleicht am Anfang wegfokussen können. Okay, Live per Kuhn ist raus. Das, unser Ding wird übelst runtergehauen. Ich muss ihm helfen. Es hilft alles nichts. Ja, okay, jetzt LOS er mich halt. Okay, dann halt nicht. Aber ich habe meinen Instant Heal habe ich auf ihn rausgehauen. Alter, der rippt halt gegen den einen DH. Scheiße, ich muss ihm. Okay, er hat sich gefangen. Okay, Hot hat er abgekriegt von mir. Das Problem ist, der Shami hat manchmal die Angewohnheit, einfach so wegzurippen. Jetzt gehen sie auf den Worry.
Okay, jetzt geht er ein bisschen auf mich. Kann man mal. Okay, ja, dann. Scheiße. Ja, ich muss den Worry hochheilen. Hilft nix. Aber wir spielen es mal safe hier. Ich heile mal komplett durch. Du, klar, jetzt bin ich OM. Fuck, die hauen uns den Heiler kaputt. Ah, da trinket ich nicht. Fuck, okay, der hat auch. Ja, super. Jetzt hat er den gefrockt, immer eh drin. Das ist natürlich super. Das hat jetzt viel gebracht. Hätte lieber den Heiler rausgenommen. Ich muss halt warten mit der Explo, bis wir den Low haben. Und dann Explo ich richtig rein. Hat er den Heiler halt wieder im Stun, ne? Der DH macht halt so viel Druck auf unseren Heiler. Das ist halt das Problem. Dass ich mir immer nicht so ganz sicher bin, ob ich ihn lieber supporten soll oder ob das gerade noch passt. Wir kriegen halt nicht ganz genug Druck hier auf den Dings drauf. Der läuft jetzt hier rein, mastern. Fuck, 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 fuck. Instant Heilung. Okay, ich wurde gekickt. Das Problem ist, ich habe jetzt halt so eine richtig kleine Range, weil ich die Heilung alle, weil der Heal-Affinität mitgeskillt habe. Und jetzt, wenn die ein bisschen aus dem Melee-Range rausläuft, treffe ich ihn halt nicht mehr. Das ist ein bisschen ungewohnt. Und ich spiele normal immer mit Dings-Affinität, mit Eulen-Affinität tatsächlich. Einfach um diesen Dings zu haben. Okay, der hat Life-Bakoon. Ich heile jetzt einfach mal meinen Dude ein bisschen mit. Ah, fuck it. Das war jetzt ganz schlecht. Das haben sie gut gemacht. Ich wollte meinen Kollegen heilen und sie sind auf mich gegangen, haben mich genau dann gestunt, als ich nicht im Bären war. Muss nur sagen, Chapeau, war nicht schlecht. Das haben sie echt nicht schlecht gemacht. Jetzt bin ich halt übelst low. Ich krieg halt auch immer den Schaden, den der Kollege hier kriegt. Schauen wir mal, ob ich ihn mal. Ach, der hat ihn jetzt gerade gestunt, okay. Wollte ihn auch gerade. Das ist halt das Problem, wir haben halt null Absprache, weil wir kein TS haben, ne? Jetzt hat der Worry gerade seinen Hammer draufgeschmissen, als ich auch hin wollte und ihn stunnen, dass wir hier mal den DK ein bisschen runterkriegen. Ah, soll ich einen Shami heilen? Ich muss ihn heilen, hilft nix. Okay, ist mir wieder aus dem Ding gelaufen. Das Problem ist, unser Heiler kriegt halt schon so Probleme durch den DH, dass ich ihn immer wieder zwischendrin supporten muss. Okay, fuck. Fuck, 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 fuck. DK einmal stunnen. Einmal den hoch rein. Fuck, mein Ding ist nur auf Cooldown. Okay, jetzt ist er safe, alles gut. Muss halt immer wieder zwischendrin. Ja, blöderweise einmal mit drauf healen. Ja, jetzt hat er Anti-Magic Shell an, sonst hätte ich meine Explo reingedrückt. Das Problem ist, der DH leecht unseren Heiler tot. Explo? Komm, komm, komm! Das Röntgen. Ah, fuck it, das hat er nicht genau gereicht. Er hat genau seine Darkness da ready gehabt. Heilung muss ich jetzt spammen hier. Ah, wird gedingst. Oh, und in den Mastern reingelaufen. Bitte. Ja, und unser Heiler hat halt bloß eine 18% Life, ne? 18% Mana. Weil der DH kann ihn halt runterleachen, das ist das Problem. Wir müssen eigentlich mit auf den DH gehen, dass der DK uns nachläuft, dass wir ihn supporten können, eigentlich.
Der andere reckt gerade Mana, oder? Ja, der reckt Mana. Das Problem ist, wir werden das Mana-Game werden wir halt eh verlieren. Also wir können nur noch mit einem Lucky Damage Spike gewinnen, dass wir ihn einfach wegboxen können. Sonst wird das wahrscheinlich eher nichts werden. Damit, ich muss ihn halt heilen. Das hilft halt alles nichts. Wenn sie mich wieder stunnen versuchen. Ah, okay. Weil der Shami, der ist trocken, ne? Der hat nichts mehr. Das ist ein Lose. Wir hätten auf den DH gehen sollen. Versucht uns wieder Mars zu stunnen. Ja, seht, da ist der Mars dann. Ich wusste schon, dass er kommt. Der nächste Mars dann. Einmal hier eine Heilung drauf. Kann hier nur versuchen, ihn ein bisschen am Leben zu halten. Ja, okay. Ich würde tatsächlich mal versuchen, auf ein Dings zu gehen. Auf ein Monk. Die versuchen auch so ein bisschen mich zu machen. Warum reckt unser Heiler eigentlich nicht? Warum? Ich verstehe es nicht. Das letzte Mal hat er geschrieben, er hat kein Dings dabei. Könnte ich ihn einmal noch interrupten? Fuck, wir hatten ihn schon ziemlich low gekriegt, ne? Warum läuft denn unser Heiler da jetzt rein? Warum reckt er denn nicht? Er hätte easy recken können. Er hat 0 Mana. Ich verstehe es halt nicht. Der DH ist nicht bei ihm und er reckt halt nicht. Live per Kuhn durchgekriegt. Muss ihn leider jetzt ein bisschen hochziehen. Ja, gut, wird gekickt. Jetzt kann ich nicht mehr. Unser Heiler ist komplett OM. Okay, da ist ein Kick schon mal raus. Ah, ich habe kein Dings mehr. Jetzt kann ich ihn. Die gehen auf mich, oder? So, jetzt ist er full stunned. Okay. Alter. Haben wir das jetzt doch noch gedreht, das Game? Das war eigentlich dann, ne? Eigentlich war das rum. Alter, ich habe am Ende halt nur noch geheilt, habt ihr das gesehen hier? Weil unser Heiler komplett OM war. Einfach nur noch reingeheilt und auf Safe gespielt. Ich habe wahrscheinlich in dem ganzen Game so gut wie keinen Schaden gemacht. Mich interessiert mal, wie viel ich geheilt habe. Eigentlich dachte ich, dass das halt schon gegessen war, ne, das Game. Dass wir das nicht mehr kriegen. Alter, ich habe 9 Millionen in dem scheiß Game geheilt. Ich habe fast genauso viel geheilt wie unser Heiler. Schau dir den Scheiß an. Ich habe 9,1 Millionen Damage gemacht und 9 Millionen Gehalt. Da weißt du, was los ist. Ne? Ich hab gerade mal eine Mille weniger Gehalt als unser Heiler. Da weißt du, was los ist. Meine Fresse, echt.
lächerlich. Ja, der ist dann, aber der hat der zwischendrin zweimal quasi getrunken, ne? OM ist out of Mana quasi, also OOM. Also sprich, er hat kein Mana mehr. Oh nein, das ist halt wieder Abfuck-Kombi. Abfuck-Kombi am Start. Cover Me schreibt er, ja. Ich kann euch hier genau sagen, wie es laufen wird. Die kommen beide an, ich muss rangehen, um den Pyro zu kicken. Dann stehen wir alle zusammen, weil der Mage sich dann so hinstellt. Priester kommt rein und drückt uns einmal einen Mars 4, alle sind im Mars 4. Dann kommt der gammelige Mage und legt seinen Frostring rein, Dragon's Breath drauf, Frostring. Da weißt du gar nicht, für was du deinen scheiß Trinket ziehen darfst. Ich hasse diese Kombi. Du hockst nur im CC und die hauen so einen Druck raus, dass ich am Anfang eigentlich nur heilen darf. Und trotzdem wird unser Heiler sterben, das kann ich jetzt schon sagen. Ja, ich muss eigentlich wegbleiben. Ich darf nicht ranlaufen. Fuck, okay, die machen das gut. Und jetzt werden sie voll. Ja, jetzt stehe ich halt hier drin. Ring kommt, das kann ich nochmal desorientieren. Den kann ich jetzt nochmal stunnen. Das ist jetzt. Jetzt kommt dann gleich der Mars 4. Warte mal ab hier. Oder war der schon? Nee. Jetzt habe ich nichts mehr. Jetzt habe ich meine ganzen Interrupts benutzt. Ich habe meinen Stun benutzt, ich habe meinen Kick benutzt, ich habe meinen. Ich habe es tatsächlich einigermaßen gut jetzt am Anfang gespielt, dass ich ganzen CCs interrupted habe. Oh, er versucht jetzt halt hier schon den. Ich muss mitheilen, hilft nichts. Ja, jetzt kommt der Dragon's Breath, macht er sein Dings. Alter, ich hab halt nicht noch mehr Heilung. Er hat. Ach fuck, er hat den Dings runtergeschmissen. Okay, jetzt war's das. Okay, da kommt die PS. Da ist der Ring, okay. Müssen halt auf den Dings gehen, auf den Mage weiter. Nein, ich kann ihn nicht interrupten. Jetzt ist der Sheep durch. Das ist halt der Kack. In der Sekunde, wo ich Shapeshift, kann ich halt nicht interrupten. Fuck, Greater Pyro. Den kann ich interrupten. Komm, 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 komm. Jetzt müssen wir. Ich muss meine Heiler hochziehen. Wir spielen auf Nummer sicher. Wir spielen safe. So, okay. Ich habe nochmal alle Hots drauf gemacht. Weil hier kann das von einem Moment in den anderen. Kannst du quasi. Der ging halt voll ins Leere. Der Mage macht das nicht gut mit seinem Ring tatsächlich. Komm, jetzt haben wir das. Ah, der Mage war nicht gut. Der war nicht gut. Der war tatsächlich nicht gut. Der hat den Ring halt komplett verkackt, ne? Also normalerweise mit einem Dragon's Breath schaffst du es, wenn du den Ring richtig legst, ständig die Leute komplett durchzuzählen. Weil du kannst halt nichts machen. Guck mal an. 1,8 Millionen, ja, 1,3 geheilt hier. Puh.